Rechts rum und runter zu. So. Ob Gustav das Kleid wohl gefallen wird? Das Kleid soll sich nicht interessieren, nur wie er es möglichst schnell von der Runde bekommt. Hast du gesagt? Ach, nichts. So. Woher kriege ich jetzt die Eule? Das kennen wir schon. Mach jetzt mit dem Text verpasst. Ja, warum fragst du? Da ist das in einem Loch und ich möchte es haben. Kannst du mit der Eule kastellen und es für mich rausholen? Naja, wenn es unbedingt sein muss. Danke. Habe ich zwei vertraute Geister bei mir rumlaufen. Eine magische Eule, es kann wieder einen Krallen ohne Mühe 50 Kilogramm tragen. Damit wäre dann auch das Problem mit der Kokosnuss gelöst im Film Die Ritter der Kokosnuss. Bezüglich der Schwalben, die eine Kokosnuss an einem Nylonfaden tragen. Fragt nicht, schaut den Film einfach selbst. Das ist ein absoluter Klassiker des Monty Python Filmschmiede und muss einfach gesehen werden. Die Ritter der Kokosnuss und das Leben des Brian. Die beiden, meiner Meinung nach, besten Filme des Monty Python. Zum Glück schläft er noch nicht, dass ich nochmal so eine Schnulze vortragen muss. Tja. Tja, Goblin. Trollteil-Dingens. Wir kommen dann jetzt wohl ohne deine Hilfe aus. Dann fliegen wir los, Hedwig. Ach nein, Hedwig war ja weiß. Schuhu, schuhu. Ja, genau. Jetzt schickt er sie direkt zu Maria zurück. Ohne das Wissen, was sie noch brauchen könnten, eventuellst unter gewissen Umständen. Sag doch, ich merke sie mir nicht. Haben wir vielleicht eine Notiz gemacht? Nein, natürlich nicht. Hm. 2, 1, 3 habe ich mir noch gemerkt. Und dann 4, 5, 6 oder 6, 5, 4 oder so. 214536, na super. Beim Mastermind hätte ich bereits verloren. 214536. 214536, na super. 214536. Jackpot. Normales Eisenerz, ach ja, klar. Roterz. Das ist mir zu hoch. Die ganze Magie ist dir zu hoch, Freundchen. Das nenne ich mal einen gewissenhaften Wächter. Allerdings, ja. Okay. Dann schauen wir mal. Roterz zum Schmied. Hier ist das Erz. Ich danke dir. Ja, toll. Geschafft, nun kann ich mich endlich wieder meinen Studien widmen. Mein Vertrauter hat gesehen, dass eine riesige Explosion ein Loch in die große Mauer gerissen hat. Was zum? Das klingt nach Ärger.
Was sind das für Wesen? Vielleicht sind das die Menschen, die jenseits der großen Mauer leben. Ganz sicher nicht. Gib mir meinen Stab zurück, Heinrich. Gib mir meinen Stab zurück, Heinrich. Wir sollten sie sofort angreifen, sie brutzen und verbrennen. Das halte ich für keine gute Idee. Wir wissen nicht mal, ob sie feindliche Absichten haben. Das können wir sie immer noch fragen, nachdem wir sie angegriffen haben. Na super. Lass uns erstmal mit dem Oberzauberer sprechen. Sektor A75C5. Maschinenmensch, okay. Sektor A75C15 annektiert. Das klingt aber wirklich nach feindlichen Absichten. Sag ich doch, es ist Zeit für ein großes Feuerchen. Leckt eure Waffen nieder, Wilde. Jeder Widerstand ist zwecklos. Das probieren wir lieber aus. Sie sind gegen Magie völlig vollkommen immun. Magie ist verboten. Dunkle Zeiten stehen uns bevor, wenn diese Maschinenmenschen nicht schnell wieder aus unserem Dorf verschwinden. Ohne Magie sind wir dem Untergang geweiht. Warum sind diese Maschinenmenschen überhaupt hier? Nun ja, ich habe erfahren, dass sie die ganze Welt erobern, immer auf der Suche nach dem goldenen Fisch. Der goldene Fisch? Den Namen höre ich zum ersten Mal. So wie ich auch, selbst in den ältesten Aufzeichnungen würde nicht erwähnt. Doch trotzdem kann man nicht von der Hand weisen, dass im Dorf und in der Wildnis viele Wandbilder und Statuen zu finden sind, die einen Fisch darstellen. Vielleicht besteht zwischen Funkelheim und dem goldenen Fisch wirklich eine Verbindung. Dann müssen wir den Maschinenmenschen gar nicht bekämpfen. Wenn sie diesen Fisch finden, werden sie bestimmt wieder gehen. Das mag schon sein, doch wir sollen nach ihm suchen. Selbst die Kampfzauberer trauen sich nicht mehr aus dem Dorf, dass sie nicht mehr zaubern dürfen. Es gibt niemanden, der uns noch helfen kann. Ich bin doch da. Wie du weißt, komme ich auch ohne Magie zurecht und das schon seit meiner Geburt. Überlass die Suche nach dem Fisch doch mir. Waren seine letzten Worte. Dich hat niemand gefragt. Du hast Glück, dass die Menschen, Maschinenmenschen keine Rüben essen. Oh, ich danke dir, Heinrich. Magst du als Zauberer auch ein Versager sein, trägst du das Herz am rechten Fleck. Na super. War das nur ein Kompliment oder eine Beleidigung? Gute Frage. Ich habe gehört, dass ihr den goldenen Fisch sucht. Was ist dieser Fisch eigentlich? Der goldene Fisch ist alles. Ah ja, das hilft mir jetzt gar nicht weiter. Und der Fisch ist wirklich in dieser Gegend? Die Wahrscheinlichkeit beträgt 62%, dass sich der goldene Fisch in diesem Sektor befindet. Die Konzentration der Abbilder in diesem Sektor ist besonders groß. Gibt es denn wenigstens irgendwelche Hinweise? Die Abbilder sind der einzige Hinweis. Na, das kann ja heiter werden. Weißt du etwas über den goldenen Fisch? Boah, ich hatte schon befürchtet, dass du das fragst. Ja oder nein? Nein, aber ich erinnere mich an einen Tempel, der weder Menschen noch Trollen bekannt ist. Er wurde schon seit vielen Jahrhunderten nicht mehr betreten. Also der ideale Ort für einen legendären Schatz. Er ist Maschinenmensch und jetzt auch noch Mumien. Wie spricht man eine Mumie, verdammt? Maschinenmenschen, sagst du? Dann bin ich hier richtig. Ich heiße Primal und bin eine Druidin. Eine untote Druidin? Nein, eine lebende, trotz der vielen Verbände. Moment mal. Frag gar nicht erst, das ist eine lange Geschichte und ich habe keine Lust, sie jetzt zu erzählen. Aber deine Geschichte über die Maschinenmenschen würde ich gerne hören. Das ist eine Droidin, die verletzt wurde. Na super.
Sind diese Maschinenmenschen wirklich so schlimm? Bisher verhalten sie sich gar nicht eigentlich ziemlich friedlich. Schlimmer, als du es dir jemals vorstellen kannst. Sie sind wie eine Plage, die über die ganze Welt zieht. Dort, wo am Tag zuvor noch ein üppiger Wald war, ist am nächsten Tag nur noch eine kahle Wüste. Dort, wo mal ein mächtiger Fluss floss, ist heute nur noch ein ausgetrockneter Graben. Selbst ganze Berge werden von den Maschinen und Menschen abgebaut, nur damit ihre Städte aus Stahl wachsen können. Als Droidin kann ich das natürlich nicht zulassen. Ich werde sie aufhalten. So richtig erfolgreich bist du aber noch nicht gewesen. Sie sind so unglaublich zäh. Ich habe bisher nur ein paar von ihnen verbeulen können. Vielleicht ist es gar nicht notwendig, sie zu verbeulen. Ja, der goldene Fisch. Wenn sie sich wirklich zur Ruhe setzt, nachdem sie ihn haben, wäre ich zufrieden. Deswegen werde ich ihr bei deiner Suche helfen. Vielen Dank, aber ich denke, für eine alte, gebrechliche Frau wäre das doch viel zu anstrengend. Hör mal zu, ich mag vielleicht nicht mehr ganz so jung sein wie du, aber ich bin noch lange keine alte Frau. Frag lieber deine Rübe, wo wir diesen Tempel finden. Du hast ja gehört, Wurzelsepp. Boah, der Eingang liegt in der Nähe der großen Mauer. Beim großen Stein ist ein versteckter Hebel. Woher er das weiß, wenn er nur eine dämliche Rübe ist? Und mir stellt sich die Frage, wo die beiden anderen Waffen versteckt sind. Da ist ja wirklich ein Hebel. Ich überlasse dir das Verhandeln. Ich bin keine Untote. Ja toll, wie spreche ich jetzt Skelette? Oh, wir haben Besuch. Das ist das erste Mal seit... Wie lange sitzen wir hier eigentlich? Ich habe irgendwann mit dem Zählen aufgehört. Warum seid ihr eigentlich hier? Vielleicht wollen sie uns ja ablösen. Sie sehen aber nicht gerade wie die Diener der... wie hießen sie noch gleich? Ich habe ihren Namen auch vergessen. Jedenfalls als eine dunkle Göttin. Ich hoffe, das Dunkle bittet sich nicht auf ihre Gesinnung. Das haben wir auch schon vergessen. Ich weiß aber noch, dass wir ihr als ihre Wächter mit ewigem Leben gesehen wurden. Für mich sieht es eher nach ewigem Nichtleben aus. Ja, ich habe mir auch unter ewigem Leben etwas anderes vorgestellt. Vor allem, dass es nicht so langweilig ist. Ich wünschte, jemand würde uns erlösen. Habt ihr schon mal was von einem goldenen Fisch gehört? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Mir sagt er auch nichts. Ich weiß nicht mal, was ein Fisch ist. Hey, Nummer 2, du schummelst schon wieder. Ja, das machst du schon seit mindestens 100 Jahren. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich glaube, dass uns die nicht weiterhelfen können. Gut, dann suchen wir auf eigene Faust. Also, die ist vorgelesen. Sie haben die Stäbe eingesammelt. Er hat uns der Fallstab nicht dabei. Sie waren in einem Depot im Südwesten von Funklern auf. Ich muss den Stab irgendwie zurückholen. Alles klar. Absolute Dunkelheit, das sehe ich natürlich überhaupt nichts. Halt! Niemand darf passieren! Gibt es überhaupt noch einen Grund, diesen Tempel zu bewachen? Das spielt keine Rolle! Ich werde meine Pflicht bis ans Ende meiner Tage erfüllen. Das hast du eigentlich schon erreicht. Solange meine Knochen noch halten, werde ich nicht von der Stelle weichen. Ja, ihr müsst mich schon besiegen, wenn ihr mir vorbei wollt. Willst du das auf einen Versuch ankommen lassen? Und womit soll ich kämpfen? Mit meinen Fäusten? Ich dachte, du bist ein Zauberer. Wo sind die Feuerbälle und Blitze? Ich bin eben nicht so ein Zauberer. Gibt es keinen anderen Weg? Den gibt es. So wie man mir die Pflicht auferlegt hat, so kann man sie mir auch wieder nehmen. Und wer kann dich von deinem Dienst entbinden?
Mein Hauptmann, er müsste hier irgendwo im Tempel sein. Na super. Ich gehe jetzt erstmal den Feuerstab suchen, das ist mir lieber.